Bailar. Tanzen. Hi GQ, I'm David Alaba and these are my 10 Essentials. Wir starten mit der Bibel. Der Glaube spielt in meinem Leben eine sehr wichtige Rolle und die Bibel begleitet mich eigentlich überall hin mit. Ich nehme sie immer mit auf den Auswärtsspielen, habe sie täglich immer bei mir und versuche natürlich auch täglich zu lesen. Das ist aber auf jeden Fall ein Essential für mich. Natürlich habe ich speziell vor den Spielen, wo ich meine Bibelverse lese. Mein Glaube hilft mir auf jeden Fall, ich würde schon sagen täglich, aber sicherlich auch in meinem Beruf, aber auch in meinem Leben jetzt abseits des Platzes. Und ich bin mit dem Glauben aufgewachsen, deshalb spielt der Glaube in meinem Leben eine sehr wichtige Rolle. Hier habe ich eine Sonnenbrille, definitiv ein Essential für mich. Die sind von Jacques Marimage, auf jeden Fall meine Lieblingsmarke, was Sonnenbrillen betrifft. Speziell hier jetzt auch in Madrid brauche ich sie noch häufiger, da fast täglich die Sonne scheint. Ich habe schon ein paar zu Hause auf jeden Fall. Habe so einen Sonnenbrillenkoffer. Hier haben wir eine Cap, auch ein Essential, was ich wirklich sehr häufig benutze, wenn ich jetzt zum Beispiel eher ein bisschen unerkannter durch die Straße laufen möchte oder jetzt gerade nicht einen frischen Haarschnitt habe, dann trage ich wirklich sehr, sehr gerne Kappen. Das ist auch eine DA27 Cap aus meiner eigenen Kollektion. Die gibt es dann auch in verschiedenen Modellen, verschiedene Farben. Ja, definitiv ein Essential. Und hier haben wir eine Espresso-Tasse, symbolisch für Kaffee. Definitiv was ganz Wichtiges für mich, da ich Kaffee wirklich sehr gern habe und das Haus eigentlich jetzt nicht ohne eine Tasse Espresso verlasse. Deshalb auf jeden Fall sehr wichtig. Man vs. Maschine in München. Liebe ich echt sehr. Dort war ich auch mehrmals die Woche. Nach dem Training bin ich dann in die Stadt gefahren, habe dort einen Stopp gemacht, um einen Kaffee zu trinken, habe dann meistens ein Cappuccino mit Hafermilch getrunken. Habe jetzt in der Stadt in Madrid jetzt noch kein Kaffee, wo ich mich gerne reinsetze und meine Tasse Espresso trinke. Werde ich aber auf jeden Fall in den nächsten Wochen, Monaten tun, sodass ich auch in Madrid guten Kaffee bekomme. Eine Uhr. Zurzeit auch mit Sicherheit meine Lieblingsuhr, das ist eine Patek Philippe Aquanaut. Das ist, glaube ich, die Uhr, die ich am meisten anhabe und auch trage, obwohl ich ein paar habe. Und zurzeit sicherlich meine Lieblingsuhr. Stehst du zu Smartwatches? Wenn ich jetzt beim Laufen bin oder trainiere, dann habe ich meistens eine Pulsuhr mit einem Pulsgurt um. Aber ansonsten im täglichen Gebrauch dann schon eine normale Armbanduhr. Weiße Sneaker. Wer mich kennt, der weiß, dass ich zu 80% weiße Sneakers trage. Hier haben wir von Adidas die Superstars. Meine All-Time-Favorite von Adidas. Ich glaube, ich brauche im Jahr mit Sicherheit mindestens 5 bis 10 weiße Superstar-Sneakers. Das sind so, glaube ich, die Schuhe, die ich am häufigsten trage. Am Spieltag, aber auch so im täglichen Gebrauch habe ich wirklich sehr, sehr oft an. Man sieht ja, die sind ja auch schon benutzt. Mein Kulturbeutel habe ich täglich bei mir, brauche ich auch jeden Tag, wenn ich zum Training fahre oder wenn wir auf Reisen sind. Sicherlich ein sehr wichtiges Essential für mich, da ich das wirklich täglich bei mir habe. Was habe ich da drin? Was ganz wichtig für mich ist, Gesichtsreinigungsschaum und Gesichtstonic, was ich wirklich jeden Tag anwende, morgens, wenn ich aufstehe, am Abend, bevor ich ins Bett gehe. Ganz wichtig, weil ich echt mit meiner Gesichtshaut am Struggeln bin und ja, deshalb ganz wichtig für mich. Dann habe ich noch ein Parfum von Le Labo. Der Duft heißt Santal 33. Ein Duft, den ich jetzt, glaube ich, schon mittlerweile 2 Jahre habe und womit ich eigentlich ganz gut fahre. Ich liebe den Duft, da steht auch mein Spitzname um, Alavisi. Habe ich sehr gern den Duft.
Santal 33, Relabo. iPads, ganz, ganz wichtig für mich, da wir viel am Reisen sind. Ich nach einem Spiel jetzt eher weniger gut schlafe. Deshalb ganz, ganz wichtig für mich. Am Morgen, wenn ich aufstehe, haue ich mir die drauf und hoffe, dass ich damit dann auch danach besser aussehe. Eine Kerze von Deep Teak. Wenn du zu mir nach Hause kommst, wirst du relativ schnell merken, dass ich Kerzen gern habe, speziell mit einem guten Duft. Die von Deep Teak riecht wirklich sehr gut. Davor hatte ich immer die von Le Labo, wie mein Parfum. Die wurde mir empfohlen von einem guten Freund von mir. Wir sind ja wirklich sehr viel am Reisen und wenn man zu Hause ist, dann möchte man sich natürlich wohlfühlen. Definitiv in den letzten Wochen ein Essential geworden für mich, meine Spanisch-Vokabeln. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ich bin ja vor ungefähr 3 Monaten nach Madrid gezogen. Bin sehr fleißig am Spanisch lernen und üben. Und deshalb ganz wichtig für mich, meine Spanisch-Vokabeln. Natürlich muss ich mich in den ersten Wochen nochmal erst daran gewöhnen, dass hier alles ein bisschen lockerer ist. Siesta wird hier auch wirklich sehr groß geschrieben. Und da musste ich mich schon auch ein bisschen gewöhnen. Bailar. Tanzen. Water Wipes. Definitiv sehr wichtig geworden in meinem Leben, seitdem ich einen Sohn habe. Ich glaube, dass viele da draußen, die Eltern sind, auch sicherlich irgendwo mitfühlen können. Water Wipes, ganz, ganz wichtig, speziell wenn man ein Kind hat. Mein Alltag hat sich da wirklich sehr verändert. Ich glaube, dass da draußen viele mitfühlen können. Wenn man ein Kind hat, dann verändert sich, glaube ich, sehr viel. Es ist wirklich sehr schön, diese Verantwortung zu haben einfach und diese Liebe zu spüren. Und das ist was wirklich sehr, sehr Besonderes, wofür ich wirklich sehr dankbar bin. Das war das Letzte, ja. Water Wipes. KOB! Das waren meine 10 Essentials. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich konnte euch vielleicht irgendwo ein bisschen inspirieren. Hier könnt ihr, keine Ahnung wo, und hier könnt ihr noch weitere Videos schauen. Euer David, bis bald. Ciao, ciao. Bien, muchas gracias. Vale, vale, vale. Hasta luego, gracias.